Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen hier bei FX Flat mit natürlich Stereo Trader Entwickler Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich freue mich aufs Webinar heute. Mal gucken, was der Dirk heute so zaubert. Aber ganz wichtig, wir gehen direkt mal zum Risikohinweis über. So, das Webinar dient auf jeden Fall nur zu Schulungszwecken. Ja. Es ist keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Das ist ganz wichtig. Und am Ende sollten Sie auf jeden Fall auch Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja? Genau, ich bin nicht der Nelson. Ich bin der Flo. Perfekt. Alles klar, Dirk. Ich würde sagen, ich übertrage dir mal den Bildschirm. Bist du ready dafür? Nö. Ich mach's trotzdem. Warte, ich muss hier. Ja, mach du mal. Ich werde das schon annehmen, wenn es denn da kommt. Also hier eine falsche Bild drin. Moment. So. Moment. Ah. Moment, Moment, Moment. Ah. Wo ist er? Ah, Moment. Fly Hommers. So, jetzt müsste ich zu sehen sein, beziehungsweise mein Ja, Bildschirm. jetzt sieht man auf jeden Fall was. Okay, ich wünsche ganz viel Erfolg, ne, und wenn irgendwas sein sollte, ich bin ja im Hintergrund, ne? Ja, okay, alles klar. Ja, gut. Ich gucke hier gerade mal so richtig was los. Das ist das Schöne an Corona. Es sind alle zu Hause. Die Webinare sind immer voll. Das ist natürlich so. Jetzt muss ich mich jetzt. Ich muss hier mal irgendwie ein paar Knöpfe drücken gerade. Gucken, dass ich hier nichts falsch mache. Sollte aber funktionieren. Ja, da sind wir. So, dann an der Stelle von meiner Seite einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen. Ja, freue mich, dass wir hier wieder Live-Trading-Webinar machen und natürlich auch, dass so viel los ist. Ich habe gerade vorhin so gedacht, hier so meine Kamera ist kaputt. Ne? Bei mir ist im Hintergrund ist irgendwie alles grün, wie man sieht. Ich habe da keine grüne Lampe aufgestellt oder so, sondern es ist tatsächlich halt einfach nur, weil draußen die Sonne scheint. Oh, jetzt ist meine Kamera weg. Ah, ne, da ist sie wieder. Weil draußen die Sonne scheint. Komischen Kabel, da bist du weg. Reflektiert das irgendwie grün hier rein. Das ist total krass. Gerade vorhin selber irgendwie gestaunt, wie das aussieht. Ja, also heute wieder Live Trading. So der Markt will, werden wir gleich halt mal rausfinden. Ich muss mir natürlich jetzt auch mal so ein bisschen angucken, wo wir hier stehen. Und weil es könnte sein, dass es halt ein ziemliches auf der Stelle getreten, eine Stelle getreten werden wird. So, das ist der Satz, genau. Und ja, irgendwie mag meine Kamera nicht, ne? Die steigt hier irgendwie permanent aus, so ein bisschen doof. Aber egal. Ich gehe jetzt eh auf den anderen Schirm und dann gucken wir uns mal den Markt an. Ich starte mal mit dem DAX. Ja, ich habe heute die Haare schön, ne? Hier kommen schon wieder Kommentare rein. Bei mir will irgendwie gar keine Kamera. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, die will also auch nicht. Gibt es nicht. Was machen wir nun? Soll ich das alles neu starten oder? Moment. Was machst du denn da für Sachen? Ja, eigentlich nichts. Ne? Also von daher ist das gerade so ein bisschen doof. Ich weiß nicht, warum das so ist. Kannst du mal ganz kurz meinen Bildschirm wieder wegnehmen? Und dann starte ich mal hier kurz OBS neu. Weil zwischendurch ist es ja mal da, wie man sieht, aber dann halt eben auch nicht immer. Ja, Moment, jetzt muss ich kurz. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja. So. Drei Hamas. Das kriegen wir schon hin. So, genau. So, dann starte ich das hier nämlich mal neu. Ich vermute mal, das hängt ja damit irgendwie zusammen, wobei ich das irgendwie natürlich immer vor dem Webinar eigentlich alles neu starte. So, ich habe jetzt meinen Bildschirm wieder. Jetzt steht wieder Glück. Live-Trading. Ja, und bin gleich wieder da, hoffe ich doch. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Ein Kammschaden. Ja, mit den Friseuren, ne? Ich meine, das Thema kennen wir ja schon. Das ist halt, aber ich habe, so hoffe ich doch zumindest, weil wir diese Woche ja noch eine größere Geschichte auch haben mit der WOT Home.
So, kannst du mal rübergeben? Dann gucken, ob es jetzt funktioniert. Klar. Habe ich doch zumindest eine Lösung für den Donnerstag aufgetan. Spannend, ob die funktioniert. So, jetzt hast du ihn wieder. So. Damit müsste jetzt wieder da sein. So, Genau, jetzt jetzt bist du wieder da. rutscht hier ein bisschen tiefer machen. So. Gut. Okay. So. Also, wenn ich im Bild störe, bitte kurz einfach dann Bescheid sagen und dann nehme ich mich mal da weg. Also, der DAX, dann gucken wir uns den mal kurz an, wo wir denn da stehen. Also, ich habe vorhin schon einem Kumpel gesagt, der hier auch mit dabei ist, der Chris. Chris, bist du da? Es könnte halt ein bisschen langweilig werden heute, weil da natürlich hier wirklich so ziemlich auf der Stelle treten. Das kommt aber meines Erachtens so ein bisschen auch vom DAU. Den wir uns gleich hätten wir halt auch nochmal angucken. Und weil der so halt so ein bisschen ja, in der neutralen Zone halt einfach ist. Ne? So was die Vorwoche angeht, steht er quasi auf Null, wo es dann jetzt einfach darum geht, laufen wir da nochmal ein Stück weiter hoch oder ein Stück weiter runter. Und im DAX sieht es halt genauso aus. Ne? Ich habe halt hier die 483 aus meinem Blog. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher die kommt. Die ist ja schon ein paar Tage da halt auch drin. Und da haben wir halt, die war gestern grün, das hat auch soweit funktioniert. Also hier die, wo sind sie? Die 483, ne? Also hier an der Stelle. Das heißt, gestern war die Linie grün, heute ist sie blau. Das heißt, wir haben halt hier gestern halt zwar ein bisschen drunter geschlossen erstmal, dann aber zurück und dann relativ sauber wieder aufgesetzt und dann halt hoch. So, und heute war das Ding blau. Und das heißt immer entsprechend so, erstmal gucken, was passiert. Abpraller wahrscheinlich nicht. Und schließt runter, reagiert nach unten. Jetzt, was wir jetzt halt hier sehen, ist, wir haben halt hier einmal jetzt drunter geschlossen, ein paar Mal abgeprallt, jetzt laufen wir doch wieder drüber. Ne? Von daher kann das jetzt halt hier irgendwie ein ziemliches Gezerre werden, dann um 9 Uhr. Oder halt eben, das kann auch sein, dass wir einfach genau da öffnen. Und dann muss man gucken, da würde ich halt tatsächlich dann eher abwarten, den nächsten Punkt oberhalb oder entsprechend unterhalb. Was man halt hier sieht, ist, wir haben halt hier ein Gap, ne? Was da halt entstanden ist, hier von der 10.450 etwa bis über die 10.580 etwa. Ne? Nee, Quatsch, 10.600 sogar. Da halt ein Gap und da stehen wir momentan mittendrin. Und das heißt, auch hier generell haben wir so ein bisschen widersprüchliche Situation, nämlich dass wir halt auf der einen Seite haben wir halt hier, was man halt sieht, ne, nach dem Ansatz, den ich halt immer verfolge, halt von der die Paritätsumkehr, das heißt, wir hatten hier einen Widerstand an der Stelle und der ist halt gekauft worden und da haben wir jetzt mal drauf aufgesetzt. Die hätte ich eigentlich, wie ich gerade sehe, gestern in den Block einzeichnen müssen. Ja, das heißt, das ist erstmal grün. Hier bis runter würde ich halt die längste Kerze nehmen, die hier den Widerstand gemacht hat und da sind wir auch exakt jetzt tatsächlich dann drauf aufgesetzt. Also das wäre eigentlich richtig, die fehlt hier. Die lasse ich jetzt auch mal drin. Und auf der anderen Seite haben wir hier oben genau das umgekehrte Bild, nämlich da, ne, das ist natürlich, die gehört dann natürlich rot, weil aus dem einfachen Grund, wir hatten hier oben Supports, ne, sieht man öfters mal drauf aufgesetzt, da hat er schon nicht mehr gehalten, hier ein bisschen umschifft, eigentlich relativ unsauber, aber nichtsdestotrotz, das war jetzt halt auch Zufall, sieht man hier nochmal einmal deutlich drunter geschlossen und dann plappt genau ab da. Halt wieder runter. Generell sind die orangenen Linien, für die, die es nicht wissen, halt auch Volumenmarken. Das heißt, über die Jahre gesammelt eigentlich und nicht erst irgendwie gerade drin. Das waren halt immer schon Punkte, an denen relativ viel Volumen entstanden ist. Und man sieht es ja halt hier auch entsprechend. Ne? Das wurde immer wieder deutlich zurückgekauft, hier auch deutlich. Und dann hier, wo es nicht mehr funktioniert hat, deutlich dann entsprechend halt nach unten geschoben. Das sind natürlich Punkte, die der Markt generell anläuft, aus denen man jetzt aber nicht unbedingt ableiten kann, in welche Richtung es weitergeht. Das ist hier so das Dilemma, was ich halt hier heute habe. Das heißt, die ganze Eröffnung, abgesehen davon, dass die Vola jetzt sowieso nicht mehr so hoch ist, würde ich aber darauf wetten, dass wir uns in dem Bereich abspielen, maximal. Also das heißt, 566 maximal da, auf der Oberseite. Ja, natürlich kann auch mal ein bisschen drüber pieken, ist nicht weiter schlimm. Und entsprechend die 350 auf der Unterseite. 350 ebenfalls in Orange, hat hier, wie man sieht, auf der linken Seite da auch deutlich reagiert und auch nicht zum ersten Mal. Ein bisschen kleiner machen, ja. Gut, hier sieht man es jetzt nicht mehr. Aber auch, wenn man das mal ein paar Jahre zurücklegt, wird man sehen, dass dort halt dann auch immer entsprechend halt was passiert ist.
Die Linie wird gefragt, was sind das für waagerechte Linien? Das sind die aus meinem Blog, ne, die ich halt hier entsprechend drin habe. Und das ist ja das, was ich eigentlich jeden Tag bespreche oder wo ja auch mein Handelsansatz drauf aufbaut. Und wer den Blog nicht kennt, ist mal gespannt, ob die Taste funktioniert nicht. Dass wieder, ich habe Angst, da kommt irgendwas anderes. Ich lasse es dir. Ich glaube, da liegt irgendwas anderes drauf, was da nicht hin soll. Ich kann ja nachher nochmal gucken, dass ich ihn nachher nach unten nochmal zeige. Also generell einfach auf dirkhilger.de und von dort geht es dann halt auch in die Facebook-Gruppe, wo ja halt auch das Live-Trading regelmäßig dann halt stattfindet, beziehungsweise wo ich regelmäßig Live-Trades dann ja auch dazu poste. In letzter Zeit ein bisschen weniger, ich weiß. Das ist natürlich keine böse Absicht, sondern das liegt daran, dass ich momentan ziemlich tief in der Entwicklung halt drin hänge. So, genau, das ist der DAX, ne? Das heißt also hier, es gibt keinen Trigger jetzt für die 9 Uhr Öffnung. Ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie, wenn wir über der 483 eröffnen, reagieren wir wieder nach oben. Das ist mir echt alles eine Nummer zu ungewiss hier. Ich würde halt wirklich eher warten, sehen wir einer von den unten nochmal. Wäre natürlich auch schick, wenn wir die 394 mal ganz knapp nochmal anlaufen und dann halt nochmal nach oben reagieren oder meinetwegen halt auch einmal da durchstechen. Irgendwie die Kamera, ne, steigt schon wieder aus. Das ist gestern. Ich hatte irgendwie gestern FaceTime hier umkonfiguriert auf die anderen Kameras. Und irgendwie war das, glaube ich, nicht so eine klasse Idee. So, ich habe auch hier, wir haben das Ganze mal im kleineren Timeframe betrachtet. Hier haben wir die Eröffnung von gestern. Ich frage mich nur gerade, stimmt das so? Hier von meiner Version. Hier die Eröffnung von gestern, die im Future, da sind wir einmal kurz hingelaufen, daran abgeprallt. Ich habe den auch eben mal ganz kurz geschortet. Ob das jetzt für mehr reicht, das steht halt natürlich auf einem anderen Blatt. Ich kann ja mal gucken, wenn jetzt halt irgendwie die Eröffnung, wenn die halt als Beispiel direkt nach oben geht, ohne jetzt irgendwie überhaupt mal irgendwas nach unten auszubilden, dann kann man die, glaube ich, schon relativ schnell auch nochmal Short einfangen für einen Rücklauf zur Eröffnung. Beziehungsweise hier zum Point of Control, weil ich bin jetzt hier im M15, da haben wir natürlich vom Prinzip her genau das gleiche Bild. Ich mache das hier mal größer. So. Da haben wir ja vom Prinzip das gleiche Bild. Das heißt, wir hatten hier unten Widerstand, der ist jetzt gekauft worden. Da fehlt halt eigentlich auch nochmal ein Rücksetzer dahin, ne? Das heißt also, hier wäre halt in dem Bereich, wo jetzt tatsächlich auch, der wollte nicht, der Point of Control dann halt hier ist. Machen wir auch mal grün das Ding. So, da sieht man ja halt auch deutlich, ne? Hier ist halt immer, es hat abgeprallt, 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 jetzt durch und da fehlt halt auch so der Backtest. Das heißt also, die erste Bewegung, die nach oben geht, sollte eigentlich relativ schnell dann auch wieder hier unten rauskommen, ne? Also das Prinzip ist natürlich genau das gleiche, nur dass ich natürlich im H1, also im Stundenchart, natürlich ein bisschen mehr Gewissheit habe, als jetzt hier im M15. Genau, das ist der Traders Club Stereo Trader. Das ist die Facebook-Gruppe. Und die rote, genau, das ist die EMA 200. Da sage ich immer wieder, ich handle es nicht. Ich gucke immer nur so ein bisschen zur Orientierung, wo wir denn da halt stehen. Ne? Ich mir das hier angucke im H1, das sieht man ja halt auch. Ne? Die Relevanz ist halt, ich meine, der passt halt immer zu irgendwas, aber letzten Endes, ich halte das immer für alles für ganz großen Zufall und habe da auch mal ein bisschen ausführlicher auf meinem Blog darüber geschrieben und auch ein Live-Beispiel dazu gezeigt. So, noch 10 Sekunden. Mal gucken, was da passiert. Werden wir gleich sehen. Wie gesagt, vielleicht gelingt es hier, einen schnellen einzufangen. Also ich würde hier unten auf jeden Fall, das ist keine Empfehlung, ne? Sondern wenn ich sage, ich würde, dann heißt das, ich an meiner Stelle würde oder umgekehrt, wenn der Markt dahin kommt, dann würde ich versuchen, da unten gefüllt zu werden. So, passiert erstmal wahrscheinlich nicht allzu viel. Hier oben haben wir Ähnliches, ne? Wir haben halt hier, ist natürlich auch ein Ansatz, wir haben halt hier einen Außenstab, einen relativ langen im M15. Und wenn der Markt nicht weiß, wohin mit sich,
Da wird in der Regel erstmal sowas auch ganz gerne abgeklappert. Das heißt, hier oben sollte es nicht einfach drüber gehen. Und wenn, dann ist hier oben, dann wäre das zum Beispiel jetzt auch ein Ansatz, wo ich sage, gut, da passt dann auch der EMA 200 dann auch recht gut dazu. Zumal da ja auch nicht nur der EMA dann halt wäre, mal gucken, 565, ne, und hier guckt, das ist genau auch hier im oberen Bereich, wo ich sagte, da ist das Ganze, sollte begrenzt sein, ist auch ein Außenstab im H1 plus eben der verkaufte Support, das wäre ohnehin dann so das Maximum und da sollte der, wenn er dahin geht, auch nicht ohne weiteres darüber laufen. Das würde mich doch sehr erstaunen. Bestenfalls gibt es dann halt irgendwie mal einen Spike nach oben und aber mehr halt dann wahrscheinlich auch nicht. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwie News aus dem Nichts irgendwo her, weil die Kamera ist so ein bisschen hell, ne? Guck, ob ich die ein bisschen korrigieren kann. Deswegen, das sollte halt tatsächlich nicht passieren. Schön wäre es natürlich schon, weil da hätten wir auch ordentlich Anlauf von da oben bis da runter. Da wären tatsächlich auch hier mal irgendwie möglicherweise bis zu 100 Punkte drin, aber es müsste natürlich innerhalb von einer Kerze halt passieren. Aber das habe ich, das, was wir jetzt sehen, ich meine, klar, es sind jetzt erst 2 Minuten, aber trotzdem, das habe ich gerade schon so ein bisschen befürchtet, ne, weil wir halt hier einfach so im Nichts irgendwo rumstehen. So, jetzt gerade mal gucken, hier die 483, die fehlt jetzt natürlich, ne? Ich habe zwar vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt halt irgendwie nach dem Motto, also der Ansatz ist ja immer der, so mache ich das ja generell mit den Linien, die ich auf diese Art und Weise ermittle, die dann halt sagen, so grün ist halt generell, kann man davon ausgehen, erstmal Support, wie weit der reicht, steht auf dem anderen Blatt, aber tendenziell heißt es ansonsten immer, wenn die Stunde drüber schließt, so wie jetzt hier auf der bei der 483, dann kann man in der Regel den Rücklauf dahin in die Richtung der Kerze davor halt handeln. So, und da würde jetzt halt natürlich das Bild hier aus dem M15 auch recht gut dazu passen, wenn er einmal reinsticht. Dann hätten wir einmal hier nämlich einen sauberen Backtest auf die 483 und eben hier unten auf den Support. Und das sollte eigentlich durchaus so ein bisschen dann auch reagieren. Und vielleicht reicht es ja dann halt, um hier oben zumindest mal bis dahin das Ganze auszuloten, bis zu 543 etwa. Und das wäre jetzt halt so mein erster Ansatz, weil eine Richtung haben wir hier für meine Begriffe jetzt erstmal nicht. Die wird sich wohl im Laufe des Tages natürlich irgendwo einstellen. Aber von daher kann man jetzt nicht sagen, irgendwie der. Die Kommentare hier sind super. Von daher kann man nicht, jetzt nicht irgendwie sagen, so, ja, der Markt ist ja short oder der Markt ist ja long. Nein, der Markt ist seitwärts. Also definitiv erstmal. Und von daher ist es halt, sind für meine Begriffe da auch beide Richtungen erlaubt. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich gehe hier nur long, dann der sagt, nein, ich gehe hier nur short. Ist immer eine Frage dessen, wo man halt mal sein Risiko definiert, seinen Ausstieg. Und das kann halt beides richtig sein. Ja, aber hier lohnt sich jetzt einfach noch nicht. Der steht, wir haben jetzt 5 Minuten um und ja, jetzt kommt mal irgendwie so ein bisschen was nach oben an der Stelle. Und aber so wirklich entschlossen sieht das halt alles noch nicht aus. Also übrigens auch vom Scalping, aber war mir jetzt halt hier zu eng. Ne? Hier der pH, den kann man ja einblenden hier. Das heißt, das ist der Stunden-Pivot Main. Und so innerhalb der Stunde kann man die eigentlich ganz gut handeln. Das auch sieht man im DAU eigentlich aber besser als im DAX. Im DAX traue ich dem da nicht so. Aber der DAU macht das ganz gerne, irgendwie zur Stundeneröffnung erstmal dahin laufen und dann die alte Richtung wieder aufnehmen. Also wenn man da halt einen Einstieg sucht, ist der manchmal gar nicht so schlecht. Hier schreibt tatsächlich, ach, der Thorsten war das. Thorsten, du Sack. Mitzutragen ist billiger als Haare waschen. Ja, mitzutragen ist vor allen Dingen billiger als Haare schneiden. Das ist der Trick bei der Sache. Das ist ja schön hier. So, ich würde mal, und ich mache mal hier, damit ich es nicht alles aus dem Blick verliere, stelle mal kurz mein iPad hier auf. Weil ich habe hier zwar 3 Monitore, aber einer ist hier für den Videokram belegt, beziehungsweise zwei. Und der dritte ist jetzt das, was ihr seht. Deswegen muss ich mal kurz ein bisschen anders helfen hier. Und guck halt nur, dass ich das nicht aus dem Auge verliere, weil dann gehe ich nämlich jetzt mal kurz auf den DAU.
Und wenn wir hier gefillt werden, das kriege ich ja mit. Ich lege den mal ein bisschen tiefer hier oben. Stop-Loss bleibt erstmal weg. Beziehungsweise ich kann den natürlich jetzt erstmal auf einen anderen Wert einstellen. Und wenn wir gefillt kriegen, höre ich das hier halt sowieso. Bad Hair Day. Ja, genau. So. Wie kommt ihr denn eigentlich klar so mit der Situation? Bla. Zu Hause. Könnt ihr hier ruhig gerne irgendwie mal was schreiben. Kaum ist der Dirk live, fällt die Wula ins Koma. Das ist mies, Silke. Das war mies. Aber ich habe tatsächlich schon öfters das Glück gehabt, dass halt kaum bin ich irgendwie drin, passiert halt nichts mehr. Da kann ich ja auch nichts für. Aber ja auch nicht immer, ne? Wobei, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Okay. Genau, den Dau, Kollege. Kommst du her? So. Auch mal hier kurz sortieren. Den Kollegen. Und hier auch erstmal im H1. So, da haben wir nämlich genau ein ähnliches Problem. Ist jetzt hier, sieht irgendwie nicht so aufgeräumt aus, ist aber eigentlich. Hier, weekly neutral. Ne? So, das heißt, das ist die Vorwoche, die Eröffnung von der Vorwoche. Da ist er immer wieder gerne hin zurückgelaufen, sieht man, dass hier einfach so eine Range drum gebildet, ne? Um den Punkt drumherum. Da stehen wir halt auch gerade echt schon wieder. Und das hier ist eigentlich ein nettes Beispiel auch dafür, wie ich das halt sehe mit dem EMA. Also, wie gesagt, das kann natürlich jeder machen, wie er will. Wenn jemand einen funktionierenden Handelsansatz damit hat, dann sage ich nur, go for it, ganz klar. Ne? Aber wenn man dann hier mal sieht, verkauft halt unter den EMA 200 im Stundenchart, so prallt einmal dran ab, was macht er? Kauft ihn einfach trotzdem halt wieder zurück. Ne? Von daher. Und wenn man damit sich mal genau anguckt, hier die 23431, also diese Wocheneröffnung, das ist eigentlich das, worum sich der ganze Spaß gedreht hat. Ne? Und der EMA, klar, irgendwo ist er ja immer. Aber wie gesagt, ich will da keinem zu nahe treten. Muss mir da auch schon Beschimpfung anhören, was den EMA angeht. So, aber hier ähnliches, ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit man es halt auch mal sieht, aber generell, das ist halt Range, ne? Also ich hatte hier oben, das wäre vielleicht mal noch wichtig zu zeigen, damit man das auch mal versteht. Ich hatte die 424 irgendwie schon eine Woche vorher drin, bevor die da angelaufen wurde. Da ist auch genau das Gap hingelaufen, recht fast exakt wirklich. Und von da oben ging es nur noch runter. Das hier war für mich die rote Zone und ist natürlich auch immer noch. Heißt, und das habe ich auch die ganze Zeit schon gesagt, ab dort wird es halt einfach eng für den Markt. Und das hat sich auch gezeigt. Erstmal kam er gar nicht wirklich rein, immer wieder abgeprallt. Dann gibt es einmal ein Gap und dann schnappt er sich halt direkt den erstbesten Widerstand da oben und kommt dann halt schon prompt nicht mehr weiter. Und von daher, wir sind natürlich, das kommt natürlich aus der übergeordneten Betrachtung. Das heißt, wenn wir hier irgendwo in Richtung Mikro, denn das rutscht hier so ein bisschen. So, so ist, glaube ich, besser. Also, wenn ihr mich nicht versteht, bitte einfach Alarm schlagen. Kommt natürlich aus der übergeordneten Betrachtung. Das heißt, da sind wir natürlich short unterwegs. Das zeige ich gleich aber auch nochmal im Tageschart. Und das beginnt eben ganz eindeutig hier oben. Und deswegen ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass es da oben halt entsprechend reagiert hat. Und hier haben wir halt so ein geschlossenes Gap im Wochenchart. Das heißt, das wäre jetzt auch erstmal so der Punkt, der irgendwo als erstes halt mal irgendwie angelaufen werden sollte. Vielleicht nicht heute, vielleicht erst morgen, aber den sehen wir relativ schnell. Und das heißt, dort wird sich dann auch erstmal ab hier dann entscheiden müssen, was passiert mit dem Gap. Wird das wieder verkauft oder halt nicht? Aber ich denke mal, dass es hier entsprechend einiges Gezerre geben wird im Markt. Und im ärgsten Fall halt eben runter hier bis zur 22.396. Da haben wir halt den letzten deutlichen Support, wie man hier auch sieht, ne? Und alles dazwischen, also vom Prinzip her ab dem grünen Bereich, der sich jetzt noch nicht so genau halt irgendwo einfangen lässt, entsprechend alles dazwischen bis hier runter, ist potenziell dazu geeignet, nach oben zu reagieren. So, wenn wir das Ding aber verkaufen hier,
dann haben wir natürlich ein Problem. Da sind wir auch relativ schnell noch mal ein paar Etagen tiefer. Was ich halt im DAU die ganze Zeit, gucken, ob ich das jetzt hier nochmal zusammenkriege, die ganze Zeit halt auf dem Schirm, warum sitzt hier so eine einsame Linie drin? Das ist halt der Bereich hier unten. Ne? Ist natürlich jetzt schon sehr tief. Also da so unter der 20.000 halt nochmal. Da fehlt meines Erachtens so ein bisschen was. Der ist hier so komisch sauber hochgelaufen. Eigentlich fehlt da halt nochmal ein Dip da unten in dem Bereich. Und wobei natürlich die Frage ist, ob es dann noch als Dip funktioniert. Ne? Weil das natürlich schon sehr lange dauert. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, oh, jetzt bin ich im Weg, oder? Genau. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass wir halt eine Geschichte kriegen, die dann halt eher so aussieht. Das ist natürlich Quatsch. Mal kurz den Zeitstrahl hier ausmachen. Die halt so aussieht, so nicht. So, dass wir dann halt hier irgendwo dann halt sauber irgendwie halt hochlaufen könnten. So, ist aber nicht passiert, sondern läuft direkt hier oben hin. Die Linie hier ist eigentlich nicht relevant, die kann man eigentlich ignorieren. Läuft dann direkt hier oben hin und das ist jetzt halt so das Problem, weil wir natürlich dann, wenn wir halt darunter gehen, müssen wir hier das Tief brechen. Und das heißt eigentlich, wenn nämlich das dann halt kommt in der Form, macht der DAX, steht still, okay. Wenn das kommt in der Form, haben wir hier eigentlich schon wieder einen Bruch vom Tief und das heißt, wir haben eigentlich einen Trendbruch. Und das ist natürlich nicht so klasse. Und deswegen bin ich da jetzt auch eigentlich kein großer Freund davon, sondern sehe dann halt schon eher die Gefahr, dass es halt nicht funktioniert, ne? Weil das halt einfach ein bisschen zu schnell hochgelaufen ist hier, die ganze Geschichte. Und im DAX ist es ganz ähnlich, zeige ich auch gleich nochmal, der immer noch still steht, wie ich halt sehe. Ja, aber das jetzt hier mal für die langfristige Betrachtung oder mittelfristig, wie auch immer, da man seinen Horizont dann halt setzt. Ne? Kann ich jetzt hier überhaupt noch nachvollziehen, warum da die rote Zone beginnen sollte? Ja, weil wir halt hier, genau, wenn man sich das hier mal anguckt, ne, die ist jetzt hier in grün, das hier ist Tageschart und da sieht man halt, ne, in der Vergangenheit hier 2018 war halt hier relativ viel Support an der Stelle, ist dann hier zwar auch mal kurz verkauft worden, aber war dann nur letzten Endes eine kleine Schweinerei. So, und ab hier, wo die letzten Supports waren, das ist natürlich einfach das gleiche Prinzip, ne? Ab da wird es dann halt einfach schwierig. Also die solche Supports, die ja dann auch relativ lange gehalten haben, wie gesagt, das hier ignorieren wir mal kurz. Hier halt auch, ne? In dem Bereich halt auch hier ein bisschen höher. So generell ist es nicht so einfach, genau einzugrenzen, die Zone, wie ich jetzt auf die 441 gekommen bin, wenn ich das mal wüsste. Aber sie ist halt da und hat genau funktioniert. Aber generell wird es halt hier jetzt deswegen halt einfach eng, weil das waren halt einfach die entscheidenden Supports über langen Zeitraum und da rennt der jetzt nicht einfach zurück, sondern ist halt das gleiche Prinzip, wie ich vorhin im H1 gezeigt habe oder im M15. Das ist überall das Gleiche. Ne? So ein Support, wenn der verkauft wurde, wird er zum Widerstand. Das nennt man Paritätsumkehr, das ist keine Erfindung von mir. Aber das halt die, aber es hat halt einfach, was wollte ich jetzt sagen, das ist keine Erfindung von mir. Aber es ist einer der am besten funktionierendsten Ansätze, wie man halt auch relativ gut den Markt greifen kann, beziehungsweise für die nächste Richtung einschätzen kann. Und das, wie gesagt, ist halt hier genau das Gleiche. Wie ich auf die Weekly-Linie komme, Radek, vielleicht nochmal kurz sagen, welche. Ja, Thorsten, schön, dass du da warst. Wünsche ich dir auch. Könnt ruhig noch ein bisschen was schreiben, ne, zu der Frage, wohin, wie ihr damit klarkommt. Ich werde da gleich mal so ein paar Sachen aufgreifen, weil solange es hier nichts zu handeln gibt, kann man ja auch mal über was anderes reden. So, und er hat halt jetzt hier nochmal ganz kurz zurück auf die Stunde. Also das war jetzt der Grund jetzt, oder beziehungsweise die Betrachtung eben von höher kommt. Aber hier in der Stunde, das ist halt auch Quatsch, ne? Also wenn wir hier die 586 kriegen, das wäre halt eher dann nochmal so ein Short. Kandidat rum, kann man sich jetzt ja schon denken, ne? Das war hier der letzte Support, der es auch nicht weit gebracht hat. Von dort ging die Reise weiter. Das heißt, das gleiche Prinzip hier die 586 entsprechend, also gerne mit einem Peak darüber natürlich, bis maximal da hoch, wo natürlich auch hier die letzten Highs da oben sind, bei 700 etwa. Da
sollte es auf jeden Fall nochmal entsprechend was auf die Mütze geben. Jo, Dirk. Ja. Ich glaube, das mit den Linien ist noch nicht so ganz klar, welche Farbe für was steht. Und wie gerade der Radek sagte, auch hier im H1 wollte er das wissen. Ja, generell ist halt, also meine Legende sagt halt immer so, weil hier ist eine viel wichtigere Frage, ist das der Metatrader? Das ist der Stereo-Trader und die Basis ist der Metatrader. Der Stereo-Trader setzt also auf den Metatrader auf. Er kann natürlich so ein paar hundert Sachen mehr als der Metatrader. Also generell von den Linien verhält es sich immer so, da gehe ich aber lieber mal kurz zurück auf den DAX. Das ist also ein Handelsansatz, der hier zugrunde liegt, der auch erwiesenermaßen funktioniert. Es ist halt immer so, im Stundenchart, das sieht man es ja jetzt besser. Grün bedeutet einfach Support, rot bedeutet Widerstand, blau bedeutet, muss man sich ein bisschen genauer angucken, aber in der Regel, wenn halt der Markt drüber schließt, deutlich drüber schließt, jetzt nicht irgendwie einen Punkt, wobei es gibt auch Tage, da reicht wirklich ein Punkt. Und dann gibt es einen Rücklauf dahin, der jetzt ja auch hier kommen sollte, und dann sollte es auch erstmal wieder eine Reaktion in die Richtung halt von davor geben. So, wie gesagt, blau ist aber so ein bisschen unentschieden. Ist nicht so ganz einfach, aber halt rot. So, jetzt werden wir hier wahrscheinlich gefilzt. Aber halt rot und grün ist halt relativ, denke ich mal, auch selbsterklärend. Ne? Aber das wäre jetzt halt hier eigentlich so das Szenario, was ich halt hier am liebsten sehen würde. Das heißt, wir stechen hier einmal rein. Ne? Jetzt hier halt auch, weil sich auch mit dem M15 hier ganz gut deckt. Ich muss ein bisschen die Uhr im Auge behalten. 17, das heißt, die Kerze davor ist ohnehin. Ist halt, guck, dass ich hier abhaut. Moment, ist nicht wieder zu viel quatschen und nachher wieder die Hälfte vergessen oder übersehen. So, Limit Pullback ist drin. Dabei hat ja auch jemand gefragt, die werden wir jetzt wahrscheinlich auch sehen. Limit Pullback heißt, ich habe hier unten eine Order liegen, die wird aber nicht sofort gefillt. Wenn jetzt der Markt auf die Idee kommen sollte, 50 Punkte durchzustechen, dann werden wir 48 Punkte tiefer gefillt. Hier sieht man es jetzt ja gerade, ne? Gut, war jetzt natürlich ein bisschen knapp, ne? Aber generell wird die immer erst im Rücklauf gefillt. Und von daher habe ich da halt auch in der Regel so ein bisschen Sicherung, wie es man nennt, an der Stelle, ne? Ich lasse jetzt hier erstmal ein bisschen Luft. Auch die Position jetzt nicht irgendwie übertrieben groß, sondern erstmal halt klein und dann mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Der kann auch noch ein bisschen weiter reinstechen. Ich will den auch hier unten wahrscheinlich sogar nochmal ein bisschen ausbauen. Und mal gucken, wie viel Reaktion wir da jetzt halt kriegen. Ne? Aber man sieht es ja jetzt hier schon. Ne? Es reagiert ja, auch wenn es jetzt hier nur ein paar Pünktchen sind. Aber so generell ist das halt dem Paritätsumkehrprinzip geschuldet. Kann natürlich auch, gibt halt immer mal natürlich auch Situationen, wo es nicht funktioniert, ist auch klar, ne? Aber halt, es geht ja um das, was in der Regel halt machbar ist. So, und da sehen wir jetzt hier, wenn es also jetzt hier nur darum ginge, irgendwie 10 Punkte mitzunehmen, dann hätten wir die hier wahrscheinlich jetzt relativ schnell. Ja, aber das Prinzip nochmal, das kann ich wirklich nur jedem raten, wenn man sich also irgendwo Punkte sucht, wo man ein bisschen mehr oder wo man Argumente irgendwie mehr braucht dafür, warum halt ein Trade funktionieren soll, dann sollte man sich wirklich solche Geschichten halt suchen, weil dann kann man schon vorher einschätzen, dass dort halt auch entsprechend Käufer oder Verkäufer, also Käufer jetzt natürlich in unserem Fall, halt zu finden sind und dass man zumindest mal ein paar Punkte Reaktion kriegt. Ne? Wenn man dann mal sieht, boah, nee, da kommt irgendwie gar nichts. Dann kann man natürlich auch sagen, gut, lasse ich mal. Ja, aber solange ich halt hier sehe, jetzt geht es erstmal nicht weiter an der Stelle, ist das erstmal alles okay. Was mich hier übrigens ein bisschen stört, an dem Trade, leider, habe ich natürlich nicht übersehen, das ist hier unten. Das war jetzt hier im M5, aber in der Stunde ist es ja nicht anders. Ne? Hier oben sieht man es ja. Das heißt, wir haben halt hier eine Kerze ohne Lunte. Das wird fast immer nachgeholt. Und deswegen kann es natürlich auch sein, dass wir zwar hier ein bisschen reagieren, aber halt genau da einmal drunter läuft und dann nach oben zieht. Das kann passieren.
Und ich weiß nicht, was das für eine Gesetzmäßigkeit ist, aber halt, das kann man wirklich regelmäßig beobachten. Ein Kumpel von mir nennt es immer Glatzkerzen, der Gabor. Aber das ist tatsächlich so. So. Also erstmal hier Stillstand. Soweit, so gut. Und jetzt halt mal gucken, wie weit das Ganze halt reagiert. Wenn dann halt nichts kommt, wenn es nicht hier irgendwie bald was zu sehen ist, und dann würde ich eher damit rechnen, dass wir nochmal tiefer reinstechen, dann würde ich ihn eher nochmal dann auch tiefer versuchen. Also wie gesagt, ich bin eigentlich auch ein Freund davon, wenn man jetzt halt irgendwie einen Trade machen will, der jetzt nicht nur ein paar Sekunden dauert, das Ganze halt zu skalieren. Deswegen halt hier erstmal mit einer überschaubaren Position, die kann man aber halt auch stressfrei in dieser Form zum Beispiel dann auch nach unten ausbauen. Das kann man natürlich genauso gut machen. Wir sehen, es drückt jetzt hier halt so ein bisschen und ich vermute wirklich, dass wir das da unten gleich nochmal sehen. Deswegen will ich den auch jetzt hier, auch wenn wir jetzt irgendwie eine Reaktion kriegen sollten, auch jetzt irgendwie nicht überreizen, sondern erst irgendwie nur versuchen, einen kurzen Abpraller hier halt einzutüten. Aber es ist ja wirklich schon ein Wohler. Schon so ein bisschen überschaubar. Das heißt, das funktioniert natürlich, ne? Wenn man das mal vom Ansatz angeht, ausgeht, dass wir halt hier einen Backtest auf die 483 kriegen und dann halt in der gleichen Stunde, das ist natürlich wichtig, dann wieder nach oben laufen. Das funktioniert natürlich auch, wenn wir einmal hier drunter gehen. Ne? Das heißt, deswegen kann man halt, also gerade jetzt hier, was die blauen Kandidaten angeht, da steht aber auch in der Beschreibung von dem Handelsansatz drin, da muss man halt irgendwie schon dann irgendwie passende Punkte unterhalb dann halt suchen und nicht unbedingt direkt an dem Punkt selber. Und so oder so, auch wenn es mal nicht funktioniert, der Stop gehört natürlich hier unten hin. Ne? Das sind halt einfach hier so die letzten Tiefs, die wir halt hier haben. Das sind natürlich jetzt irgendwie 52 Punkte. Das ist natürlich jetzt nicht wenig, also gerade für das Daytrading, aber solange es zur Wohler passt, ist es ja halt ansonsten auch ganz okay. So typisch DAX wäre jetzt hier eigentlich einmal kurz drunter stechen unter diese Supports, die man natürlich im Minutenchart auch nochmal deutlicher sieht, kann ich ja auch mal zeigen. So, gucken. Ja, so, das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen typisch und dann halt nach oben reagieren. So, mal gucken, was er draußen macht. 9:23 Uhr. So, ne, jetzt hätte ich hier halt die nächste drin. Ja, da kommen jetzt erstmal halt die Stopfischer. Mal gucken, ob die das Rennen hier machen. Wenn nicht, dann kann man die auch nochmal rausgeben. Ne? Das ist hier genau das Tief. Da hat es jetzt einmal kurz drunter. Bin ich mal gespannt, ob da nicht doch gleich noch was nachkommt. Aber das hier, ne? Ich habe es so ein bisschen hier schon geahnt. Jetzt kommt es ja in greifbare Nähe. Hier das, na, wie heißt hier dieser, die Eröffnung von 8 Uhr. Da jetzt einmal, ich will ja noch nicht hier genau, sondern wenn dann halt hier auch tiefer. Dann halt mal gucken, ob wir das nicht bis 10 Uhr nochmal ein Stück weit nach oben aufgelöst kriegen. Kann natürlich auch hier irgendwie, kann man natürlich genauso machen, ne? Irgendwie sagen, ja, ich nehme hier erstmal Risiko raus und guck mal. Aber solange ich nichts übersehe und das Gefühl habe ich momentan nicht, ist das für mich jetzt hier erstmal soweit okay. Was jetzt natürlich trotzdem wichtig wäre, damit es halt irgendwie jetzt nicht allzu nervig wird, ist um 10 Uhr, das wäre halt, dass der M15 jetzt nicht allzu tief hier unten schließt, ne? Weil natürlich da auch so eine gewisse Rhythmik halt drin ist. Und so habe ich immer gesagt, die 394 maximal, ja. Also so lange halte ich den natürlich hier nicht aus, sondern wird dann halt eher nochmal ansetzen. Mit Rhythmik meine ich halt, ne, auch auf Außenstäben halt basiert. Das heißt, wir haben halt hier, ne, den letzten Außenstab im M15. Da sollte er jetzt schon halt versuchen, das Ding halt nochmal zurückzukaufen. Bis um 9:30 Uhr. Und dann haben wir da halt so ein bisschen mehr
Sicherheiten der Nummer halt auch drin. Dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die Geschichte dann halt auch eher aufgehen wird. So, jetzt sieht man natürlich auch hier im Minutenchart, ne, plötzlich kommt da auch bisschen Gegenbewegung und er sollte jetzt erstmal hier oben hinlaufen und nochmal versuchen, hier entsprechend, wie gesagt, um 9:30 Uhr hier oben drüber zu schließen. So, da hätten wir jetzt halt auch hier auch wieder passenderweise den EMA 200 und der liegt halt jetzt natürlich ganz schick da erstmal drüber. Und aber auch hier sieht man jetzt schon, ne, der Vorteil ist, wenn man Positionen halt zum Beispiel skaliert, ne, so wie ich es hier gemacht habe, einfach an zwei Stellen verteilt. Man hat halt mehr Chancen, aus dem Markt dann halt eben auch ohne Verluste auszusteigen, wenn man irgendwie der Meinung ist, oh verdammt, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber davon gehe ich jetzt erstmal noch nicht aus. Für mich ist jetzt entscheidend hier die nächsten 4 Minuten und wie der M15 entsprechend das Ganze da halt angeht. Wenn er es schafft, hier oben drüber zu schließen, dann kriegen wir vielleicht noch mal einen kurzen Rücksetzer hin und dann sollten wir auch dann direkt eine Reaktion nach oben kriegen. Wenn jetzt aber halt der Minutenchart hier drunter schließt, dann wird es wahrscheinlich ziemlich nervig bis irgendwie 10 Uhr und hat dann auch gute Chancen, nicht aufzugehen. Da muss man einfach irgendwo auch seine Kriterien sich halt selber setzen und natürlich dann halt auch kennen und sich danach richten. So. Die Linien selbst gezeichnet, ja klar, sicher. Das ist halt, das mache ich ja jeden Abend, manchmal auch morgens und gucke mir dann genau solche Zonen halt an und versuche das halt so genau wie möglich dann halt entsprechend auch einzukreisen. Und wer das schon ein bisschen länger verfolgt, der wird auch bestätigen können, dass das halt in sehr, sehr, sehr vielen Fällen eine extrem hohe Genauigkeit halt auch hat. Das ist wahrscheinlich dadurch, weil ich versuche halt immer die Algos so ein bisschen zu beobachten, was die halt treiben und wie die ihre Trigger setzen. Und darauf ist halt der Ansatz auch, darauf basiert der halt auch unter anderem. Und im DAO geht es tatsächlich, also das stimmt nicht ganz, also im DAX auch, aber im DAO geht es teilweise noch genauer. Aber auch der DAX reagiert da meistens schon drauf. Es kann natürlich immer wieder sein, ne, gerade bei der Eröffnung, dass jetzt dann halt ein krasser Händler, ja, der hat hier einfach mehr oder weniger manuell oder hat jetzt ohne Rücksicht auf Verluste dann halt irgendwie ein Kauf- oder Verkaufprogramm da halt irgendwie einen Auftrag gibt. Und das sind natürlich immer die Momente, wo es dann halt auch mal irgendwie nicht funktioniert. Wenn aber, solange wir aber einen normalen Markt haben, funktioniert es eigentlich in der Regel halt schon. So, jetzt sind wir einmal zum POC gelaufen. Mehr ist da noch nicht passiert. Wie gesagt, der M15, ne, der sollte jetzt echt nicht hier unbedingt hier unten schließen. Das wäre nicht so wirklich klasse. Ich glaube zwar immer noch, dass es bis 10 Uhr funktionieren wird, nur halt eventuell hier mit maximal Pain. Der Heiko Behrendt ist immer nennt, ne? The way of maximal pain. Also so, wo es am meisten wehtut, damit muss man dann rechnen und das dann handeln und das funktioniert dann halt auch. Aber da muss man natürlich halt auch schon mal gute Nerven dafür haben. So, jetzt will ich mal gucken. Also wie gesagt, wenn wir jetzt hier im M15 hier unten schließen, dann kriegt nämlich die nächste wahrscheinlich einen direkten Spike nach unten. Deswegen will ich halt hier erstmal auch das Risiko kurz begrenzen. Aber ich finde es erstaunlich, wenn wir hier jetzt einfach wirklich nur durchfallen. Man kann natürlich sein, aber hat auch so ein bisschen Seltenheitswert. Dirk, Ja, bitte. es fragte gerade einer, wo er deinen Trading-Ansatz nochmal nachlesen kann. Kann ich ihm deinen Eintrag zum Blog schicken? Ist das okay? Ja, klassisch. Okay, alles klar. Das ist wie gesagt www.dirkhilger.de. Dort ist der Blog und dort gibt es auch einen Punkt, der heißt Legende. Und dort ist das halt erklärt. So, also ein bisschen mehr Reaktion wäre jetzt halt schon nicht so schlecht, ne? Mein lieber DAX.
natürlich jetzt hier auch hinzukommt, ne, so 9:30 Uhr ist halt auch oft. Also diejenigen, die regelmäßige Öffnung handeln, wissen es auch. Da werden halt oft die Karten nochmal neu gemischt. Meistens kommt da halt eigentlich ein bisschen mehr Alarm, aber warten wir mal ab, ist jetzt erstmal die erste Minute um. Gucken, wie das hier weitergeht. Aber es sollte jetzt schon gleich ein bisschen mehr Bewegung dann auch kommen. Also nach unten fehlt vielleicht noch ein kleines Stück, sehe ich hier gerade, kann ich hier auch mal kurz zeigen. Ich gucke die ganze Zeit aufs iPad, ist natürlich auch Quatsch. Also hier, ne, hier sehen wir halt so ein kleines Cluster, das passt natürlich halt alles super dazu, ne? Also hier ohnehin das letzte Tief, dann hier der Ausbruch von 8 Uhr, hier so ein kleines Cluster, torkeln wir jetzt so ein bisschen drauf rum, plus eben die Tatsache, dass halt hier so ein bisschen was fehlt, passt schon ganz nett zusammen. Deswegen gucke ich dem jetzt erstmal relativ entspannt hier zu. Sollte halt nur nicht jetzt permanent irgendwie nach unten drücken. Dann wäre das halt nicht so klasse. Natürlich haben wir jetzt auch hier das Tief verkauft. Das heißt, wir sind hier natürlich jetzt im M1. Erstmal halt hier im potenziell erstmal Short unterwegs. Aber ich habe ja was anderes im Auge. Nämlich halt entsprechend die Reaktion vom H1. Und beim H1 muss der M1 in der Regel sich mal dünn machen. Und weil es natürlich einfach die größere Zeiteinheit ist. Und weil dann natürlich halt eben je größer die Zeiteinheit, umso mehr kommt ja halt auch logischerweise von der zeitlichen Taktung da halt eben auch an Orders dann halt zusammen. Nutze den FDAX als Vorläufer zum Kassamarkt. Das kann ich so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also, ich meine, klar, um 8 Uhr hat natürlich der FDAX die Hosen an und nach 17:30 Uhr hat auch. Und das muss man eigentlich, finde ich, jeden Tag irgendwo neu irgendwo ausloten, um zu sehen, wer dominiert halt den Markt? Ne? Ist es halt der Future oder ist es halt die Kasse? Und man kann das meistens halt schon mit ein bisschen Erfahrung natürlich halt erkennen, aber halt deswegen den als Vorläufer eigentlich nicht, ne? Weil wenn jemand Aktienpakete durch die Gegend schiebt, während des Kassahandels natürlich, da kann ich noch so auf den FDAX gucken. Ne? Wird dann wahrscheinlich irgendwie nichts bringen, wenn aber halt generell der Aktienmarkt relativ dünn ist und man sieht es ja dann halt auch um Volumen im Future. Dann, klar, dann gucke ich natürlich nicht wirklich großartig auf die Kasse. So, die Silke, die vorhin mit mir gezankt hat, fragt auch wieder was. Ob ich auch auf den Monat gucke. Also nicht wirklich, ne? Das ist, weiß nicht, ob das mit Daytrading halt so sinnvoll ist, das zu machen. So, jetzt kommen wir endlich hier unten hin. Dann ist das Thema dann hoffentlich auch gleich erledigt. So, gucken, was macht der DAO hier mal parallel. Das ist aber, ne, ich habe aber auch irgendwie das, ich habe mir das, wollte mir schon so oft abgewöhnen, dann halt hier in dem Live-Trading zur Markteröffnung die Stundenstrecken zu handeln. Ich habe schon so oft gesagt, nee, ich skype nur noch, damit wir hier irgendwie durch sind. Aber ich mache irgendwie jedes Mal, ich meine, es geht ja auch fast jedes Mal auch auf. Ne? Das Problem ist nur, dass es nicht unbedingt dann halt während der Stunde aufgeht. Und irgendwie sollte ich das auch mal doch vielleicht mal irgendwie ändern. So, jetzt haben wir hier genau das Ding. Ne? Also wir sind hier einmal unten. Das ist halt echt so wie so ein Magnet. Wenn da halt wenn da keine Lunte ist. So, mal gucken, ob wir den hier nochmal füllen. Aber ich würde den, wie gesagt, nicht bedingungslos. Ne? Da unten muss man jetzt natürlich aufpassen, wenn es da drunter schleudert, macht es natürlich relativ wenig Sinn, da halt dran festzuhalten. Dann sage ich lieber mal, gut, hier belassen wir das mal an der Stelle. So, aber noch ist hier nichts entschieden. Na, wir hängen jetzt hier genau an der Eröffnung.
Und eben hier genau auf diesem kleinen Cluster. Auch hier wird man jetzt halt schon sehen, ne, wer heute die Hosen anhat. Also wenn wir jetzt hier, das war ja ein Future-Käufer eben. So, wenn das heißt, wenn der halt noch aktiv ist und hier die Möglichkeit nochmal nutzt, da nochmal nachzulegen und damit jetzt halt entsprechend halt auch den Markt wieder bis hier oben hinkriegt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass zumindest jetzt mal in dieser Stunde der Future-Markt trotz Kasseeröffnung dann halt eher dominierend wäre. Ne? Wenn jetzt hier aber gar nichts passiert, dann würde ich eher mal halt das so interpretieren, dass das hier, weiß der Kuckuck was war, ja, aber dass der halt, dass der Käufer, der hier gesessen hat, unübersehbar, dass der dann halt einfach nicht mehr da ist. Ne? Und dann sollte man aufpassen, sich allzu sehr halt dann an Futuren, vor allen Dingen halt auch hier an dem, was in der ersten Stunde passiert ist, dann halt zu orientieren. Da muss man ein bisschen auf der Hut sein. Ne? Aber hier war jetzt erstmal richtig, sieht man ja halt auch, ne? War direkt halt mal nochmal Reaktion. Genau der erwartete Effekt. Einmal hier drunter. Jetzt muss es natürlich halt, wenn das Ganze aufgehen soll, vernünftig, dann brauche ich jetzt hier natürlich spätestens auch ordentlich Reaktion. Ich zeichne das hier noch ein bisschen weiter, die Linie. Ach, meine richtigen Farbe, fühle ich mich besser dabei, wenn die grün ist. Ja. So, hier dieser Käufer. Mal gucken, ob es den halt noch gibt. Und wenn ja, dann wird er das zumindest nochmal hier relativ zügig bis zum Point of Control dann entsprechend halt nach oben jetzt halt drücken und dann halt so hoffe ich doch zumindest mal auch hier wieder über das letzte Hoch dann hinweg. Und dann wäre halt hier in dem Bereich, vorausgesetzt, er macht es, da wahrscheinlich dann auch erstmal Ende. Wenn er es denn macht. Schwächelt so ein bisschen rum. Ich gucke hier parallel den DAO auch noch mit an. Also was ich jetzt natürlich hier gerade falsch gemacht habe, das ist natürlich immer so, wenn ich mich verquatsche. Man kann natürlich, wenn man skaliert einkauft, auch skaliert verkaufen. Ne? Ich hätte hier einfach mal an den Hochs mal einen rausnehmen können. Das war natürlich jetzt nicht so klug, das nicht zu machen. So, jetzt sind wir hier unten an dem Tief. Jetzt ist hier halt wirklich Essig. Da muss jetzt was kommen. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich aus der Nummer langsam auch raus. Weil dann würde ich dann eher tiefer nochmal ansetzen. Nämlich wie vorhin gezeigt, bei der 394. So, man muss sich jetzt natürlich hier unten auch entscheiden. Das heißt, hier haben wir jetzt die letzten Tiefs. Der Käufer ist, wie man sieht, nicht aktiv. Das heißt, hier macht auch wahrscheinlich irgendwie, wie ich ja vorhin gesagt habe, macht wahrscheinlich wenig Sinn, sich hier auf den Future-Markt zu sehr zu versteifen. Und das, und kann man gucken, das ist auch eine Bewegung aus der Nacht. So, jetzt mal gucken, wenn hier nichts kommt, dann fange ich jetzt hier an auszuskalieren. So, da kommt nichts. Also erstmal ein Stück raus hier. Noch einmal kurz gucken, ob das was bringt. Ja, unverändert den DAO noch auf dem Schirm. Das heißt, ich habe jetzt erstmal rausgenommen. Wir sind auch hier unterhalb der VA jetzt erstmal. Ich hatte vorhin irgendwie, ich habe angefangen mit, ich gebe mir ein bisschen Luft, gebe ich dir noch, mit 1,5 würde den halt maximal hier sogar auf 7 halt hochskalieren. Trotzdem jetzt hier erstmal raus. Und wenn das wieder gekauft wird, gebe ich den halt auch nochmal rein. Was halt so ein bisschen doof aussieht mittlerweile, ist tatsächlich leider der M15. Der hat halt irgendwie nicht so wirklich das gemacht, was halt irgendwie wichtig gewesen wäre. So, der DAO hat jetzt nochmal eine Chance, sehe ich auf der anderen Seite. Und mal gucken, ob der da was bringt. Oder? Das sieht schon langsam ein bisschen blöd aus hier an der Stelle. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn, hier jetzt noch großartig
dran festzuhalten. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht überreizen, dann eher, das ist jetzt halt hier nochmal so ein Punkt, der könnte funktionieren. Wir sind ja einmal unter den Tiefs halt runter. Wir sind über dem letzten, wir sind am R2. Das ist nochmal eine Chance, aber sicherlich kein Garant. Und deswegen, der Stop bleibt jetzt hier sitzen. Wenn er den holen will, dann muss er das machen. Aber dann gehe ich eine Etage tiefer, gehe ich nochmal rein. Ja, deswegen lasse ich den auch hier oben mal sitzen. Jetzt haben wir 9:41 Uhr. Ja, ich schalte hier mal oben auf den 15. Es drückt halt schon sehr ordentlich jetzt hier. Das ist halt wirklich nicht zu übersehen. Deswegen sage ich auch lieber dann irgendwie Risiko raus. Nochmal tiefer ansetzen oder halt auch nochmal später ansetzen und nicht irgendwie da gnadenlos halt irgendwo dranbleiben. So, wie man sieht, ne, wie ich ja gerade sagte, so, da hat er halt nochmal eine Chance. Da gibt es jetzt auch Reaktionen. Insofern passt das erstmal dahin. Ich gucke mir gerade den DAU hier an. Was treibt der denn? Ne, der lootet hier auch die letzten Tiefs halt unten aus. Da kommt es jetzt auch echt genauso drauf an, wie halt die Stunde da jetzt halt schließen will. Und wir haben immer noch die Chance, auch wenn das jetzt hier erstmal gar nicht gesund aussieht, aber halt, dass wir in den letzten 20 Minuten dann doch nochmal eine nette Reaktion nach oben kriegen. Deswegen gehe ich da auch jetzt noch nicht bedingungslos da halt aus dem Trade halt raus. Also hier sieht man ja halt auch jetzt, das war jetzt halt schon wieder relativ deutlich. Aber wie gesagt, ich versuche hier halt, ne, das habe ich ja vorhin auch gesagt, klar, im M1 Short, ne, eben darauf hingewiesen. Aber ich versuche hier halt hier, mich in der Stunde zu bewegen. Da braucht man halt ein bisschen mehr Geduld. So, jetzt aber nicht nochmal runter, Kollege. Der Dow spielt nicht so wirklich mit. Auf der anderen Seite, der hat zwar natürlich jetzt eigentlich nichts zu sagen, aber trotzdem, der ist dann halt eher so der Frühindikator zur Kassazeit für den DAX als der FDAX, habe ich manchmal den Eindruck. So, was ist? Kriegen wir jetzt hier noch ein bisschen was oder kommt da nichts mehr? So, 9:43 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt hier nochmal mit dem Risiko von eben erstmal drin. Weil ich habe den ja hier, hat man ja gesehen, ich habe den erstmal rausgegeben, aber wenn ich dann halt sehe, wir haben hier Reaktion und dann kann ich das natürlich auch nochmal reingeben. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass das jetzt funktioniert, aber das zeigt mir doch zumindest, ich bin nicht der Einzige hier mit der Idee. Und wenn da jemand im Markt ist, der ein bisschen größer ist, dann hat das durchaus natürlich auch immer noch Chancen zu funktionieren. So, Dow zackert auch am unteren Ende rum. Seht ihr jetzt nicht, aber. Was? Keine Panik. Ich bin sowas von nicht panisch. Also, weil das Ding ist ja halt, ne, das habe ich ja, glaube ich, in jedem Webinar bisher noch gesagt. So, vom Prinzip her ist mir das doch egal. Natürlich, der Vorführeffekt ist natürlich immer schön, wenn es dann halt im Webinar selber aufgeht. Entschuldigung, mal kurz was trinken. Aber ich muss doch nur wissen, was für den Markt interessant ist, welche Punkte. Und die handle ich halt. So, wenn es der eine nicht ist, dann ist es halt der nächste. Und von daher ist das total egal, ob der mich jetzt hier unten abschießen will oder nicht, weil ich ja weiß, in der Regel,
wo es dann halt als nächstes dann nochmal funktioniert, ne? Und generell, ich meine, ich versuche jetzt natürlich ja hier auch, das ist ja auch ein bisschen so Sinn und Zweck der Übung, natürlich im Webinar halt auch was mitzumachen, aber wer sich daran erinnert, was ich am Anfang gesagt habe, wo sich der Markt abspielen wird, ja, das ist nämlich genau diese Zone. Maximal da oben 566, aber eher hier unten Tendenz 394 bis Maxi. Also da ist halt einfach Ende für die Kassa-Bewegung. Ne? Und das heißt, wenn jetzt nicht das Webinar gewesen wäre, wäre der Ansatz eigentlich eher zu sagen, ich warte einen von den beiden Punkten ab. So, aber dann haben wir hier kein Live-Trading, sondern haben wir hier theoretische Besprechungen vom Markt. Und da bin ich irgendwie nicht so der Freund von, lieber versenke ich die dann hier mal einen. Und versuche dann aber halt eben daran halt dann auch zu zeigen, wie man halt eben seine Kriterien setzt und wie man halt auch damit umgeht, wenn es dann halt mal nicht funktioniert. Ne? Ich meine, das wäre jetzt halt einfach. Das kann man auch nachher beobachten. Hier 394, 350, 566. Wetten, dass wir da heute noch Reaktionen kriegen? Das ist eigentlich, ich will es nicht sagen, das ist sicher wie, so sicher wie das Amen in der Kirche, aber es hat dann einfach eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und da kann man natürlich sich das auch wesentlich einfacher machen. Ne? Das ist halt ganz klar. So, aber nichtsdestotrotz sehen wir jetzt auch hier erstmal, ne? Erstmal kommt da ja gerade nicht viel. Gerade. Ne? So, und solange das so ist, ist auch erstmal noch alles okay. Und es besteht immer noch die Chance, dass auch diese Stunde, ne, das ist natürlich wichtig, das müsste ja an dieser Stunde passieren, dass wir da halt auch noch eine Reaktion nach oben kriegen. So, auch wenn es jetzt erstmal halt auf der Unterseite etwas drückt. Aber noch ist nicht viel passiert. Von daher bin ich da relativ gechillt. Ist es eigentlich besser, wenn man versucht, die Widerstände Unterstützung zu traden, oder sollte man diese Linienkämpfe abwarten und dann folgende Trends? Das ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? Also ich meine, man kann ja halt irgendwie den Markt scalpen und irgendwie ganz kurz halt die Reaktionen handeln. Ich meine, wir hatten hier oben schon eine, ne? Wir waren ja schon mal im Plus mit der Nummer halt auch. Und weil eigentlich, das ist halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding erstmal reagiert, die ist sehr, sehr hoch. Und dass man da halt auch schnell ein paar Punkte bekommt, das ist schon sehr hoch immer. Natürlich kann man auch umgekehrt abwarten, sagen, okay, ich gucke erstmal, was da an Reaktion kommt wartet dann Rücklauf und gehe dann halt dann in die weitere Richtung, dann halt in den Trade halt rein. Kann man auch machen, ne? Aber halt, das ist erfordert natürlich, wie jetzt hier ja auch, ne? Also das erfordert dann halt einfach echt Geduld. Und wohingegen halt der andere Ansatz natürlich wesentlich schneller ist, ne? Also von daher, das ist echt, behaupte ich, Geschmackssache. So, mal gucken. Also halt schon wieder Reaktion da. Erstmal keine neuen Tiefs hier auch. So, mal gucken, wie ist das Ganze jetzt. 9:49 Uhr, man sich jetzt mal die Stundenkerze anguckt. Also ich habe jetzt das schickeste Szenario wäre jetzt natürlich, ne? Also generell wird der jetzt ja erstmal versuchen, hier wieder in der 8 Uhr Bewegung da halt zu schließen. Das versucht er, ne? Das heißt, das ist hier diese grüne Linie bei der 443. Wir haben noch 10 Minuten. So. Aber natürlich ist der eigentliche Ansatz war natürlich ein anderer. Also da muss natürlich immer die Fantasie so ein bisschen mitspielen. Nämlich, dass wir hier einmal uns dann die fehlende Lunte da unten nachbauen und die Kerze wieder bis auf Anfang läuft. Ne? Das ist jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen zu viel verlangt, aber ausgeschlossen ist es halt nicht. Ne? Weil es halt auch nichts anderes wäre halt als irgendwie Price Action im H1. Was, wo habe ich mein SL gesetzt? Unter den Tiefs einfach, ne? Ganz klassisch.
Ja, so ein bisschen was ist ja hier an Gegenwehr da, unverändert. Auch wenn der hier, das ist natürlich eine Schlafmütze, der hätte natürlich auch mal ein bisschen mehr Alarm machen können. Aber soweit ist es für meine Begriffe hier schon noch alles plausibel. Es muss halt nur einer kommen und mal ordentlich zuschlagen hier. So, noch 9 Minuten. Bin wirklich mal gespannt, wie die Stundenkerze hier halt noch endet. Problem ist natürlich ganz klar, ne? Wir sind halt hier innerhalb von einem roten Außenstab, ne? Also beziehungsweise schwarz. Und das heißt, das ist alles erstmal so ohne Entscheidung. Auch klar. Aber trotzdem haben wir hier natürlich halt auch eine relativ deutliche Gegenbewegung. Und typisch wäre eigentlich schon, wenn halt mal so ein Außenstab, zumindest mal bis an die Eröffnung, da halt auch mal ausgelotet wird. Ne? Also hier oben so, ich hoffe, man kann es erkennen, in dem Bereich. Und deswegen, damit habe ich halt eigentlich schon gerechnet. Und beziehungsweise, wenn wir jetzt nochmal da hochlaufen, dann rechne ich auch damit, dass wir das hier erstmal hier oben nochmal versuchen und dann halt kann er von mir aus so ein bisschen weiter auf der Stelle treten. So, was man jetzt hier natürlich auch machen könnte, kann man gucken. Hier, wo ist der M15? Oh Quatsch, den kann ich ja hier eigentlich. Habe ich jetzt hier überhaupt die richtige Version? Ich fürchte, ich habe schon wieder hier eine alte Version drauf, sonst könnte ich den hier einfach überblenden. Ist mal kurz weg. Also der M15. Da haben wir die Grenze halt auch hier, ne? Das heißt, das ist ja die letzte mittelgroße Zeiteinheit, die fertig geworden ist. So, und um das Ding jetzt zum Beispiel im M15 nach Long zu drehen, müsst ihr jetzt hier oben drüber schließen. Das heißt, 466. Da wären wir tatsächlich auch schon wieder an dem Punkt. Also wenn jetzt versucht wird, das Ding zu schließen, dann sollte das eigentlich bis hier oben hin jetzt im ersten Anlauf an halt auch laufen innerhalb der nächsten 7 Minuten. Ja, da zackert jetzt hier so ein bisschen dran rum, dass auch hier die Eröffnung nochmal, das ist okay. Aber wie gesagt, wenn es versucht wird zu drehen, und dann wäre das hier eigentlich so ein bisschen Zone, wo halt eigentlich nicht viel passieren sollte mehr, wenn er da jetzt halt nochmal hinkommt. Deswegen würde ich auch hier glatt noch versuchen, einen dazu zu geben. Wenn wir da jetzt nochmal drüber laufen, dann ist halt schon die Chance relativ groß. Ich mache die mal als normale Stop-Order, nicht als MIT. Das heißt, die liegt beim Broker. Da kriegen wir meistens ein bisschen besseren Fill. Ja, also wenn im Falle von Stop-Orders halt allerdings nur. Ein bisschen größer. Aber die bräuchten wir jetzt natürlich halt auch relativ zügig. So, kann man hier parallel gucken. Wir hängen nämlich jetzt einfach erstmal nur an den, kann ich ja nochmal auf den 5 Minuten nochmal kurz zurückgehen. Ich bin nicht so der Freund vom M5, ich weiß nicht wieso. Ja, da sind wir jetzt halt einmal hier kurz unten dran gestoßen. Aber es ist halt einfach, ne, so, keiner weiß, wohin der Markt, beziehungsweise keiner im Markt weiß, wohin er will. Weißt du, ob ich im Öl eingestiegen bin? Hatte ich schon erwähnt, dass ich froh bin, kein Öl gekauft zu haben. Das ist eigentlich ein Running Gig, weil ich mich letztens so geärgert habe. Aber nein, ich bin tatsächlich nicht eingestiegen, weil mir das alles nicht mehr geheuer war, was da halt passiert ist. Und hatte zuerst kurz überlegt und habe es danach aber dann doch gelassen. Und wie man ja gestern gesehen hat, war das eine gute Entscheidung erstmal. Also das ist halt schon ein bisschen crazy. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, aber generell, das ist halt ja schon speziell. So, also 466, mal gucken, ob wir die jetzt kriegen.
Wenn dann bitte innerhalb von 2, 3 Minuten, mein lieber DAX. Dräng dich mal ein bisschen an hier. Und dann würde ich natürlich, also ich skaliere zwar jetzt hier nochmal irgendwie. Mal gucken, ob das Sinn macht. Ja, macht eigentlich schon Sinn. Hier nochmal eine ein, würde aber dann natürlich da oben auch dann wieder rausgehen. Das ist eigentlich nur um die Position. Wenn er es denn macht, meine Güte, DAX, um die halt ein bisschen zu verbessern. Jetzt klebt er hier echt an der Eröffnung von der Stundenkerze. Von der 8 Uhr Eröffnung da unten fest. Ist schon ein bisschen nervig. Kann immer noch passieren, dass er hier runterfällt. Wie gesagt, egal. Dann weine ich dem nicht nach. Sondern mache mir einen Kaffee und gucke mir das dann um 11 Uhr oder so dann halt nochmal an. Ich habe ja auch schon öfters mal gemacht. Es wird nur heute nicht gehen, dass ich halt hier dann auch nochmal einen Livestream drangehangen hat, wenn es halt jetzt hier nicht direkt aufgegangen ist, um dann halt irgendwie noch zu zeigen, wie es dann weitergeht. Das werde ich aber wie gesagt heute nicht schaffen. Ich habe nachher nämlich leider noch einen Stream und heute Abend auch schon wieder. Von daher ist der DAX jetzt vielleicht auch mal so nett und bringt die Sache hier für uns positiv zu Ende. So, 2 Minuten haben wir noch. Also erstmal sieht man ja, erstmal. Das heißt aber nichts, ist da unten halt irgendwie die Motivation überschaubar da weiter zu verkaufen. Aber das ist natürlich von der Range natürlich echt im Vergleich zu dem, was wir da in letzter Zeit hatten, so 200 Punkte bei der Eröffnung, sind wir ganz schön weit entfernt. Wobei es jetzt auch nicht so wenig ist, sehe ich ja gerade noch. Das sind irgendwie 100 Punkte etwa. Das ist natürlich nicht, auch nicht so wenig, das ist schon ganz okay. Aber DAX, jetzt beweg dich doch mal. Das ist doch, gibt's doch nicht. Hat die Silke leider recht gehabt, ne? Ja, hast du vorhin geschrieben, war das nicht noch ein Reim? Kaum ist der Dirk live, fällt die Wula ins Koma. Ja. Ja, ist wohl so. Das ist echt schon immer wieder gemein. Das ist jetzt echt, das gibt's nicht, ne? So, auf den letzten Drücker, irgendwie hier schläft der Markt komplett ein, gerade. So kurz bevor die Stunde fertig ist. Nur muss man jetzt halt aufpassen, genau wie vorhin im M15, das haben wir natürlich jetzt hier in der Stunde ganz genauso. Wenn der jetzt auch noch da drunter schließt, das ist dann doof. Dann würde ich auch hier zumindest mal die hier wegmachen. Weil dann gehe ich eher schon davon aus, dass wir relativ, sag ich, dann halt einen Dip auf die Unterseite bekommen. Das ist auch jetzt eigentlich schon zu spät, um das noch vernünftig aufzulösen. 30 Sekunden, da wird so viel nicht mehr passieren. Beziehungsweise zumindest nicht genug, um das Bild nach oben halt bisschen netter abzurunden. So, jetzt fürchte ich halt leider, dass wir jetzt direkt einen Schuss nach unten kriegen um 10 Uhr. So, eine Sekunde. Ja. Was soll ich da sagen, ne? Ja, ne? Der Mittwoch. Der Mittwoch ist echt der wildeste Tag. Dienstag, der hat es manchmal irgendwie. Das war der bekannte Turnaround Tuesday, aber ich weiß nicht, was hier around turnen soll heute. Aber gut.
Ist halt so, ne? Steht dann jetzt halt erstmal wieder da rum. Lassen wir ihn mal kurz da stehen. Und ich gucke mal hier gerade nochmal durch. So. Der Reinhard ist auf Fuerteventura mit Ausgangssperre. Einkaufen, gehen und sonst nichts. Ja, das ist natürlich echt nochmal eine Nummer härter. Das stimmt wohl. Da haben wir es hier fast noch gut, ne? So, ich hatte vorhin mal gefragt, so, wie es euch denn so ergeht zurzeit. Ja, München ist natürlich auch speziell, schreibt hier der Klaus. Aber vom Prinzip, ne, muss man halt auch mal irgendwie sagen, so wir als Trader, wir haben es ja eigentlich gut, ne? Also für uns ändert sich ja irgendwie gar nichts zurzeit, außer dass man natürlich irgendwie halt nicht mal irgendwo vernünftig rausgehen kann, mal essen gehen kann oder sonst was. Aber halt arbeitstechnisch natürlich, ne? Haben wir halt echt so alle das überhaupt nicht mal das Große losgezogen. Das ist natürlich, darf man auch mal ein bisschen dankbar dafür sein. Also, weil es geht ja nicht allen irgendwie gerade gut. Ja, Firma ist fast hinüber, schreibt der Jan. Aber das Trading ist halt noch da. Ja, genau. So, was machen wir denn jetzt hier, ne? Mit dem. Ja, Augen auf bei der Berufswahl. Das stimmt. Aber es ist natürlich schon, ne? Klar, so, dass nicht nur jetzt hier zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche, weil man da halt irgendwie sagt, das ist halt. Hauptansteckungsherd. Das ist das eine, ne? Aber auf der anderen Seite wundert mich das halt dann auch insofern nicht, weil es natürlich auch irgendwo der größte Luxus ist, ne? Also das, was ja wirklich, ich meine, gehen wahrscheinlich alle gerne aus, oder ich zumindest, und sicherlich viele hier auch, aber es ist halt tatsächlich dann irgendwie das, was man am wenigsten braucht, ne? So, wo man ja eigentlich letzten Endes nur, jetzt mal von gutem Essen abgesehen, ne? Aber viel Geld zum Fenster rauswirft. Und irgendwie sonst halt ja nicht irgendwie da großartig was Sinnvolles tut. Und klar, die kriegen dann natürlich erstmal eher auf die Mütze. Ist natürlich schade für die ganze Gastro oder halt die normale Restaurantgastronomie. Das ist halt ein bisschen schwer nachvollziehbar. Von meiner Seite finde ich halt auch, dass die dann natürlich dann halt auch direkt mit drunter leiden. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. So, also hier gibt es ein bisschen Alarm. Ich mache mal jetzt dann doch noch den einen hier dazu. Nachdem wir jetzt hier über die Hochs gerade mal drüber laufen und nehmen jetzt halt hier, guck mal, wie weit wir den hier hochkriegen. Vielleicht schaffen wir den Punkt da oben noch. Hätte ich nichts dagegen. Weil wir jetzt halt hier halt auch, was hier nochmal zum Point of Control. Das sollte ja wohl mal noch drin sein. Und dann würde ich hier oben aber auch direkt wieder ausskalieren, wenn da jetzt nicht irgendwie zumindest mal ein kleiner Schuss hier nachkommt. Aber so sieht man jetzt auch mit so ein bisschen Geduld hier bei so einer Geschichte, solange man halt einen Überblick hat, kann man halt auch mal irgendwie in der kleinen Richtung falsch liegen. Und kommt, so wie es aussieht, aber dann halt immer noch gut aus der Nummer raus. Außer wir kriegen jetzt halt hier irgendwie einen Blutsturz da nach unten. Aber glaube ich erstmal nicht dran. So, ist halt hier unverändert. Ne? Wenn er das drehen will, das kann er natürlich jetzt halt alles mit Verzögerungen machen. Das heißt, da 465, 466. Das sollte er dann zumindest mal versuchen. Da sind wir, ne? Zack. Das ist die erste Anlaufstelle. So, direkt noch einen raus. Et voilà. Und schon ist die Nummer hier im Plus.
So, das heißt, ich habe jetzt noch drei hier drin, aber das war halt klar, ne? Dass jetzt halt hier die erste Anlaufstelle ist. Also jetzt war hier nur ganz kleiner Gewinn, aber man kann natürlich jetzt halt, wenn man irgendwie daran glaubt, dass es halt noch nach oben reagiert, kann man natürlich jetzt hier die ganze Geschichte auch noch weiter verfolgen, wenn man das denn will. Aber ich mache jetzt mal Folgendes. So, weiter als bis hier weiß ich nicht. Ich stelle die Nummer flat und dann sind wir hier jetzt erstmal halt raus. Ne? Jetzt hat jetzt erstmal, das hat ja gepasst. Und weiter weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der jetzt halt hier im M15 die ganze Nummer geknackt kriegt. Aber das ist natürlich jetzt schön, dass das jetzt hier erstmal genau da so aufgegangen ist, wie beschrieben. So, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich hätte natürlich gern ein bisschen mehr hier rausgeholt. Und wie gesagt, nochmal, also wenn man halt da dranbleiben will, immer die Grenzen sind klar, man kann das genauso machen und kriegt man aber nicht unbedingt dann halt irgendwie innerhalb von einer Stunde dann halt auch so hin. Ne? Der Heiko ist da, guck an, der Tag. Der ist immer eigentlich der richtige Mann für so kurzfristige Dinge. Ich versuche ja hier immer die Weltreisen irgendwie einzutüten, die man tagelang laufen lassen kann. Könnte man hier wahrscheinlich halt auch. Aber ich habe jetzt mal kurz, weil ich nachher keine Zeit habe, da nochmal irgendwie einen Stream dran zu hängen, die Nummer jetzt hier erstmal glatt gestellt. Und ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also im DAU, weiß nicht, sind eigentlich noch Fragen halt offen. Ja, es sind ja hier einige neue dabei, wie ich sehe. Ne? Krieg hier gerade hier so ein bisschen Feedback, finde ich natürlich sehr schön, dass es euch gefällt. Also gerade halt auch den neuen, so die immer dabei sind, die können mich wahrscheinlich schon nicht mehr sehen und hören, weil ich so oft live bin. Ich auch verstehe, ehrlich gesagt. Aber halt freut mich natürlich, wenn der eine oder andere dann für sich was mitzieht, der das halt so noch nicht gesehen hat. Gut, so, wir sind heute Abend, ne, wer Lust hat auf den aufs Helpdesk, wir sind ja heute Abend auch wieder da im Helpdesk-Webinar hier bei FX Flat. Och, Kamera, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt will die schon wieder nicht, das gibt's nicht, muss ich auf die Kleine wieder zurückgehen. Also heute, keine Ahnung, was hier heute los ist. Ich halt mal zurück. So, da gibt es halt hier nur in klein den Schluss. Geht auch nicht. Okay. Sag mal, ist denn da los? Was machst du denn da? Ich weiß auch nicht Was ist mehr. denn da los? Ich habe keine Ahnung. Technik will mich nicht. Keine Lust auf mich. Hey, ich sag ja, ich habe irgendwie da, keine Ahnung, FaceTime da irgendwie, dass das, scheinbar hat sich das da im Hintergrund irgendwo eingenistet. Und nervt jetzt hier irgendwie permanent mit, geht's immer noch nicht? Permanent mit irgendwie, nö, geht nicht. Keine Lust. Gut, ja, kann sich ändern. Also dann bleibe ich hier in klein, winkel da unten von der Ecke. Und ja, bei mir kann ich jetzt hier auch nicht mehr dazu sagen. Und wie gesagt, wer Lust hat, kommt dazu. Auf mein Cappy gehört das Stereotrailer-Logo. Wo ist sie? Warte, ich habe eine. Ich habe tatsächlich eine. Eine weiße Mütze mit Stereotrailer-Logo, schreibt hier gerade der Werner. Aber die sieht Ja, scheiße aus. die möchte ich jetzt Was? auch sehen. Die möchte ich jetzt auch sehen. Ich weiß gerade nicht. Und das, ich werde jetzt mal suchen. So, da musst du ein bisschen unterhalten. Okay. Ja, das sah ja schon mal gut aus. Ja, gut gelaufen heute im Webinar auf jeden Fall. Wäre cool, wenn Sie heute Abend vorbeischauen, ja, zum Helpdesk. Für die Neuen vielleicht. Die Anmeldung gibt es bei uns auf der Website unter Training oben. Ja, Training, Webinare und Seminare. Da können Sie sich direkt anmelden. Ja, heute Abend 18 Uhr. Dann nicht mit mir, dann mit Nelson. Und dann können Sie auch eigentlich alle Fragen stellen rund um den Stereo-Trader, ne, weil genau dafür ist das Webinar auch tatsächlich da. Ja, die Aufzeichnung von diesem Webinar versuche ich so schnell wie möglich online zu bringen. Ja, und das Helpdesk-Webinar heute Abend wird natürlich auch aufgezeichnet. Ja, das ist gar keine Frage. Das auf jeden Fall. Ah, es ist viel zu hell. Da schaltet Nein. die Kamera.
Ja, man sieht's. Ja, sehr gut, Ja, sehr gut. man kann es ein bisschen, ja, man versuchen, hier dunkler zu drehen. Ja, die sieht jetzt einfach, die sieht doof aus. Ich mag die nicht. Stuhltiefer noch drin geht nicht. Das ist Mr. Stereo Trader himself. Ja, ne? Genau. Ach, guck mal, der DAX, ne, läuft tatsächlich So. noch weiter. Moment, jetzt hätte ich Ah, beinahe wieder. krass. Das ist erstmal hier so. Das ist alles wieder schick. Schnell die Kamera ausgemacht, damit man die Frisur nicht sieht. Nee, wer jetzt guckt, ne, im Bild sind es genau die Punkte, die jetzt hier der Reihe nach angegangen werden. Ne? Die 477 hat jetzt gerade reagiert. Und das geht jetzt hier wirklich in Etappen. Nochmal an die 483 dann wahrscheinlich. Seitwärtsgerange, das Übliche halt. So, gut. Also, dann sage ich mal danke. Ja, ne? Und ich weiß, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, was du alles gesagt hast. Aber ich glaube, du hast das ja irgendwie alles erklärt. Ja, Wunderbar. Bitte? ich sag gleich noch was. Ja, Alles gut. gut. Ja. So, ich dachte, du sagst jetzt was. Ich warte auf dich. Alles klar. Okay, dann sage ich mal Dankeschön an alle, die dabei waren, auch an FX Flat und Co. Und wir sehen uns am Donnerstag, ne? Also heute Abend und am Heute Donnerstag Abend. haben wir die WOT Home, ne? Oh, ist ein Mikro. Ja. Haben wir die WOT Genau. Home. Und ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich dran bin. Ich muss mal im Kalender gucken. Und dann mache ich auch nochmal Live-Trading. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen, wird es ja dann mal ein bisschen entspannter als heute. Ich meine, hat ja funktioniert, aber trotzdem, ich habe es natürlich auch gerne, wenn es ein bisschen gechillter läuft. Gut, Genau. so, kurze Rede, langer Sinn. Passt auf euch auf, bleibt gesund, macht nichts kaputt. Guckt, dass ihr was von der Sonne mitkriegt, sofern es machbar ist bei euch im Bundesland. Macht das Beste draus und wir sehen uns. Ich freue mich. Bis dann. Jo, von mir auch nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer auf jeden Fall, dass sie heute wieder so zahlreich erschienen sind. Webinar lief ganz gut. Nochmal zum Abschluss, gerne anmelden für heute Abend zum Helpdesk. Na, und Sie können sich natürlich auch für die WOT at Home registrieren. WOT-messe.de. Da ist der Dirk auf jeden Fall auch mit dabei, macht ein Live-Trading. Ja, da können Sie gerne auch nochmal reinschauen, ist auch kostenfrei. Von daher lohnt sich auf jeden Fall. Gut, das war's von meiner Seite. Vielen Dank auch von FX Flat an die Teilnehmer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis dahin, ciao, ciao.